macht man so ein Spektakel mit? Weil es einfach ein Riesenspaß ist. Okay, und was ist das Ziel heute Abend? Zu gewinnen, natürlich. Vor den anderen zu sein, das kommt an. Und um das zu sehen, kommen tausende Besucher Jahr für Jahr nach Thalldorf. Und der Wunsch vom Veranstalter? Der Wunsch für den Tag, dass wir natürlich ohne Verletzung bedacht kommen, dass wir bei dem kaiserlichen Wetter heute eine Menge Menschen kriegen. Wir sind vorbereitet und hoffen natürlich, dass wir alles, was wir vorbereitet haben, die Gäste genießen können. Das ist ja los, oder? Das zählt der mit. Ach, das zählt der A, ja. Die Veranstaltung ist gigantisch, die ganze Vorbereitung. Was ist für dich für ein Gefühl, hier in Thalldorf zu sein? Ja, das ist einfach ein Riesenspaß, tolles Wetter, es ist super organisiert, es sind gefühlte 20.000, 10.000 Leute, die hier rumlaufen und Spaß, halt beim Hofa-Rennen zum ersten Mal dabei sein zu dürfen. Und was ist dein Wunsch heute Abend, wenn das Rennen rum ist? Es ist, mich nicht zu verletzen, das ist natürlich ganz wichtig. Und zweitens, auf keinen Fall letzter zu werden. Danke dir. Nach dem Qualifying, Prüfstand, Motorentest und Fahrervorstellung kommt der große Moment. Mit jedem Jahr wachsen die Ansprüche und beim 7. Goschenmarie Mofa Cup galt es, eine ganz neue Strecke zu meistern. Heiße Kämpfe, hart aber fair und sogar mit Video-Live-Übertragung, sodass keiner etwas verpasste. Mit großer Spannung werden die Rundenzeiten verfolgt und nach 90 Minuten ist es geschafft. Und wie hat es der Zeitnehmer erlebt? Jawohl, wunderbar. Ein toller, spannender Einlauf, Zieleinlauf. Mit 5 Sekunden Rückstand. Zum Abschluss wurden die Siegel geehrt. Doch zuvor gab es noch einen Preis für das ausgefallene Outfit. Auch für Stargast Joe Kelly etwas Besonderes. Es hat riesen Spaß gemacht. Es war, meine Erwartung war übertroffen. Wir haben eine Panik gehabt im Team. Jochen ist super gefahren, ich bin gestürzt. Und trotzdem sind wir halt irgendwo im Mittelfeld, weil Jochen halt die Plätze gut gemacht hat. Ich bin total begeistert. Ein riesen Fest, ganz schön, dass ich kommen dürfte. Und wenn ich darf, vielleicht komme ich wieder. Zum legendären Abschluss darf das Qualmen der Reifen und ein tolles Feuerwerk nicht fehlen. Hut ab vor dem Veranstalter Musikverein Thalldorf für diesen grandiosen Event. Eines ist sicher, alle freuen sich heute schon auf den